Dieser Sport ist nichts für Fußballästheten. Beim Bubble Football sind Fouls Teil des Spiels. Oh Gott, ich brauche Luft. Oh. Das ist so hart. Eine hessische Erfindung. Und heute spielt HR3-Moderator Tobi Kämmerer gegen seine Kollegin Annalena Dörr. Die Regeln sind die gleichen wie beim Fußball. Tore nur mit dem Fuß. Wobei, wenn ihr es schafft, den Ball oben in das Loch reinzukriegen, könnt ihr ins Tor rennen. Echt? Ist okay. Ziemlich schwer, ist keine Hand, Hand okay. Gibt's nicht. Ansonsten Gegner umrennen, nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. 2012 schwappt der Trend von Skandinavien nach Hessen. Lena Burggraf gründet dann den Deutschen Bubble Football Bund. Ja, mir war sehr oft langweilig während der Ausbildung und das habe ich auch sehr oft meinen Chefs gegenübergebracht. Und dann haben sie mir 10 Bälle bestellt und gesagt, mach mal. Und ich dachte mir, ja, so in Deutschland sind Vereine immer ganz hoch angesehen. Deswegen haben wir den Deutschen Bubble Football Verein gegründet. Bist du bereit, Dörr, für eine Niederlage historischen Ausmaßes? Ich bin bereit, aber betone an der Stelle noch mal gerne, ich bin eine Frau, ne? Darauf nimmt heute aber leider keiner Rücksicht. Denn nur so wird beim Bubble Football der Ball erobert. Lecco mio. Das Geräusch ist so gut. Seit 2 Jahren breitet sich Bubble Football von Hessen nach ganz Deutschland aus. Obwohl die Spielkultur doch meistens auf der Strecke bleibt. Ich muss hier mit 3 Männern spielen. Ich find's voll unfair. Gott, es ist heiß. Geh weg! Nur mit Ball! Nach 10 Minuten Spielzeit ist der Spaß dann vorbei. Endergebnis: Team Tobi 100, Team Annalena 0. Zumindest nach Tobis Rechnung. Faire Verlierer. Ich sag nur am taktischen Stellungsspiel. Ganz ehrlich, wenn ich es nochmal machen würde, nur mit Frauen in Stöckelschuhen, die Prosecco getrunken haben. Nicht mit 3 Kampfsäuen. Total anstrengend, aber total großartig. Und ich trinke lieber Bier als Prosecco. Kann es sein, dass du schwitzt? Wie ein Schwein. Wirklich unfassbar. Das ist so heiß da drin. Renn, du bist ja auch nicht gelaufen. Wer Lust bekommen hat, am 9. Mai findet die hessische Meisterschaft statt. Teilnehmen kann jeder. Man muss dafür auch nicht unbedingt ein guter Fußballer sein. Oh!